Das Fate-Franchise wächst und wächst und wird immer umfangreicher. In den inzwischen zahllosen Interpretationen stellen sich immer neue Helden in den Kampf um den Heiligen Gral. Wir haben von namenlosen Archern über wahnsinnige Berserker bis zu scheinbar unbesiegbaren Sabern nun schon viele Variationen an Heldengeistern gesehen. Doch heute reden wir über einen ganz bestimmten Servant, der fünfte König von Uruk und mächtigster sowie ältester Servant im Fate-Franchise. Der König der Helden, Gilgamesh. In diesem Video wollen wir uns nun seinen antiken Ursprung anschauen und dann kommen wir später zu seiner Rolle im Fate-Franchise und abschließend zu seinen Fähigkeiten und Stärken. Es hat einen Grund, wieso er als der älteste Held bekannt ist, und zwar, weil seine Heldentaten eine der am ältesten erhaltenen Erzählungen sind. Seine Geschichte wurde auf 12 Steintafeln festgehalten, welche aus der Zeit des alten Babyloniens vor etwa 4000 Jahren stammen. Die Erzählung ist teilweise sehr lückenhaft, da einige Stellen inzwischen durch den Zahn der Zeit unkenntlich gemacht wurden. Gilgamesh war der König der Stadt Uruk, welche im damaligen Mesopotamien lag. Relativ früh zu seinen Herrschaftszeiten wurde er auf die Ebene eines Gottes gestellt, was schnell dazu führte, dass die Menschen ihn anbeteten und Lieder über ihn schrieben. Im Epos ist Gilgamesh zu zwei Dritteln ein Gott und der restliche Teil ist menschlich. Er ist schön, stark, talentiert und hat eine erhabene Ausstrahlung. Trotzdem ist er ein Tyrann, welcher sich selbst vor sein Volk stellt und an den Gottheiten zweifelt. Aus diesem Grund griffen die Götter in Form von Ishtar ein. Dieser erschuf aus Lehm einen neuen Menschen namens Enkidu. Dieser lebte einige Zeit in der freien Wildnis, bevor er seine Wildheit abgelegt hat und zu einem wahren Menschen wurde. Als die beiden sich begegnen, kommt es schließlich zu einem erbitterten Kampf. Keiner der beiden kann jedoch den anderen bezwingen und beide geben erschöpft auf. Und wenn wir eins aus jedem Film, Spiel oder egal welcher Geschichte gelernt haben, dass das ein guter Kampf und ein Unentschieden einen zu guten Freund macht. Was auch hier der Fall ist. War vor 4000 Jahren so, ist auch heute noch so. Sie werden zu Freunden und beschließen als Racheakt Chumbaba, den Hüter von Ishtars Zedernwald, zu töten. Gilgamesh und Enkidu brechen auf, um diese Heldentat zu verbringen. Und nach einem langen und brutalen Kampf gelingt es ihnen, den Wächter zu töten. Sie fällen eine Zeder und kehren nach Uruk zurück und werden als Helden verehrt. Ishtar erblickt den vom Volk verehrten Gilgamesh und kann ihm einfach nicht widerstehen und verliebt sich in ihn. Dieser weist sie jedoch kalt ab. Gekränkt und wütend hetzt Ishtar einen Himmelsstier auf Uruk, welcher hunderte von Menschen tötet, bis Gilgamesh und Enkidu ihn bezwingen. Durch diesen weiteren Sieg steigt Gilgamesh Hohn über die Götter und seine Arroganz wächst immer weiter und stellt sich selbst als mächtigster aller Helden dar. Erzürnt greifen die Götter nun aktiv ein und wollen den Helden bis zum Ende quälen, indem sie seinen besten Freund Enkidu beseitigen. Dafür lassen sie ihn an einer unheilbaren Krankheit befallen. Enkidu, von Albträumen geplagt, verliert immer mehr an Lebenskraft, bis er schließlich stirbt. Gilgamesh wird dadurch sehr schwer getroffen und wird sich seiner sterblichen Seite bewusst. Trotz seines teils göttlichen Wesens kann er jedoch den Tod finden. Deshalb begibt er sich aus Furcht vor diesem auf der Suche nach der Unsterblichkeit. Dazu begibt er sich auf die Suche nach Utnapishtim. Dieser wurde, nachdem er die Menschheit auf einem Schiff gebracht hat und vor einer gigantischen Welle gerettet, ja, so wie der Noah, Unsterblichkeit verliehen. Nach einer scheinbar ewigen und anstrengenden Wanderung findet Gilgamesh heraus, dass dieser sich auf einer Insel der Götter befindet, welche umgeben ist von dem Wasser des Todes. Dorthin gelangt man nur durch den Fährmann Ur-Sanabi, da die Unsterblichen sich so von den Rest absondern. Jedoch wird ihm dies durch die steinernen Götter verweigert. In seinem Zorn zerschlägt er ihre Abbilder. Gilgamesh erbittet erneut den Fährmann, ihn zu übersetzen. Dieser teilt ihm jedoch mit, dass die Steinern verantwortlich waren für die Stocherstangen, welche man für die Überfahrt benötigt. Um nun doch die Insel zu erreichen, muss er unzählige Zedern fällen und schafft es doch, die Insel irgendwie zu erreichen. Dort angekommen, erhält er die Antwort auf seine Frage nach Unsterblichkeit, und zwar eine Pflanze, welche auf dem Meeresgrund wächst. In einem noch waghalsigeren Abenteuer schafft er es, die Pflanze zu erreichen, doch bevor er diese zu sich nehmen kann, stiehlt ihm eine Schlange diese. Gilgamesh, welcher sich nun bewusst ist, dass er seinem Schicksal nicht ausweichen kann, erkennt, dass er nie vergessen wird und auf ewig weiterlebt, indem er sein Vermächtnis unvergesslich macht.
So bewundert er am Ende die gigantische Mauer um seine Heimatstadt Uruk, auf das er nie vergessen wird. Diese ist nur mal eine grobe Zusammenfassung eines sehr schwer zu deutenden Textes. Wie schon angemerkt, sind mehrere Passagen der Geschichte unleserlich zerstört und wurden aus anderen Erzählungen aus dem Sumerischen oder Babylonischen hierfür kombiniert, um eine durchgehende Geschichte zu erschaffen. Besonders die letzte Tafel ist zum größten Teil unkenntlich. Doch nichtsdestotrotz lassen sich die Kerngedanken gut aufzeigen. Gilgamesch ist ein fast gottgleiches Wesen gewesen, welcher über immense Stärke als auch Charisma verfügte. Er schaffte es, mythologische Bestien als auch Götter zu bezwingen. Er war sehr von sich selbst überzeugt und vertraute auf seine eigene Kraft. Trotzdem hatte er einen ebenbürtigen Partner in Enkidu gefunden und war froh, jemanden zu haben, welcher als gleichwertig anerkannt von ihm wurde. Der Halbgott fürchtete nichts mehr als den Tod und in Vergessenheit zu geraten. Er war sehr zielstrebig, wenn es darum ging, seine Wünsche zu erfüllen und seine Feinde zu bezwingen. Gilgamesch war ein charismatischer, rachsüchtiger, majestätischer, arroganter Herrscher, dessen Wunsch in Erfüllung gegangen ist und immer noch, knapp 5000 Jahre nach seinen Erlebnissen, wird immer noch an ihn gedacht und er wird als ältester Held angepriesen. Die 12 Tafeln sind sicher nicht normale Hausmannskost. Mit vielen Lücken, die meist nur sinngemäß gefüllt werden, ist es gar nicht mal so leicht, diese allein zu entziffern. Nichtsdestotrotz habe ich mir das angetan, auch als Vorbereitung für dieses Video, den Epos mal in einer kleinen Form aus dem Hause Reklam, ja Schleichwerbung, durchzulesen. Mit einem sehr ausführlichen Leitfaden am Ende konnte man die zentralen Punkte durchwegs verstehen und besonders Gilgamesch Wunsch nach Unsterblichkeit und seine Zielstrebigkeit wie auch sein Stolz konnte man nachvollziehen. Sicher nichts für jeden, doch man könnte sich einfach mal das Interesse anschauen. Mich persönlich hat seine Geschichte sehr an die Erzählung Ozymandias von Percy Bysshe Shelley erinnert. Jeder, der Breaking Bad gesehen hat, sollte diese kennen. In diesem kurzen Gedicht geht es um einen König, mächtig und stark, welcher ein gigantisches Werk aufgebaut hat, welches im Laufe der Jahrhunderte trotzdem von dem Zahn der Zeit zerstört worden ist. Doch wie sieht nun eigentlich seine Rolle im Fate-Universum aus? Vorneweg, wir werden hier nicht allzu viel vorweggreifen und über keinen zentralen Punkt in den Geschichten reden, um auch hier die Spannung ein wenig aufrechtzuerhalten. Trotzdem eine ganz kleine Spoilerwarnung. Gilgamesch tritt chronologisch das erste Mal in Fate Zero, im vierten Gralkrieg auf, wo er Tokuyomi Tosaka als Servant zur Seite steht. Tokuyomi hat diesen bewusst beschwört, der sich über seine Macht bewusst war. Er dient Gilgamesch und dreht die Beziehung zwischen Master und Servant fast um. Trotzdem ist es nicht leicht, mit ihm umzugehen. Aufgrund der Stärke vom König der Helden gehorcht dieser Befehlen fast nicht und weigert sich, in seinen Augen unwürdige Gegner anzugreifen. Dargestellt wird er hier in einer sehr prunkvollen goldenen Rüstung. Leute, wie schwer ist es bitte, eine goldene Rüstung zu tragen? Und einem roten, prunkvollen Mantel. Dieser unterstreicht nochmal seine Überheblichkeit und dass er sich für höher gestellt hält. Seinen nächsten Auftritt hat er dann im 5. Gralkrieg in Fate Stay Night. Hier hat sich eigentlich wenig von seiner Person geändert. Ich meine, es ist Gilgamesch. Er hat vor 5000 Jahren so funktioniert, wieso nicht jetzt auch? Das einzige, was sich sehr geändert hat, ist sein Design. Er trägt nun ein Biker-Outfit, welches ich immer noch als arrogantes Schnöselkostüm gesehen habe und doch irgendwie seinen Charakter schön unterstreicht. Dieses passt ziemlich gut. Man sieht, denke ich schon, dass seine geschichtlichen Ursprünge gut aufgezeigt werden. Gilgamesch ist sich seiner Macht bewusst und protzt mit dieser. Er stellt sich über alle anderen, selbst seinen Meister, und akzeptiert fast niemanden als gleichwertig. Wie schon im Epos denkt er meist nur an sich und seine persönlichen Interessen. Deshalb stellt er auch in 2 Fate Stay Night Routen als auch in Fate Zero den Antagonisten dar. Was bei diesem Sympathiebolzen wohl kein Wunder sein sollte. Nett mit anzusehen ist auch seine Rolle in Fate Kaleid, wo man Little Gil kennenlernt. In dieser jugendlichen Form von seinen Kräften beraubt, ist Gilgamesch als Kind zu sehen. Dies heißt jedoch nicht, dass, auch wenn er keine eindrucksvolle Gestalt mehr hat, seine Arroganz beraubt wurde. Seinen meiner Meinung nach aber besten Auftritt hat er jedoch in der Fate Extra Reihe. In dem Rollenspiel Fate Extra CCC, welches leider nie im Westen erschienen ist, warum? Als auch dessen Nachfolger, dem Musu-Game Fate Extra The Umbrella Star, steht er dem Protagonisten zur Seite. Zwar ist es auch hier wieder nicht die klassische Master-Servant-Beziehung,
Doch wie er im Epos auch gesehen hat, sucht der Halbgott immer nach einer guten Geschichte und einem neuen Abenteuer und ist immer daran interessiert, diesen Verlauf mit anzusehen. Zwar bezeichnet er den Helden immer als Mongrel, was man als Köter übersetzen könnte, nichtsdestotrotz entwickelt sich eine echt interessante Verbindung. Und apropos Verbindung, die Beziehungen zu anderen Servants stellen sich meist als schwer heraus. Irgendwie logisch. Ein König der Helden gibt sich mit niemandem Unterklassiges ab. Interessant ist hier der Rat der Könige in Fate Zero, wo er mit seinen Mitherrschern Alexander dem Großen und Atoria diskutiert, was es bedeutet, ein wahrer König zu sein. Während er für Iskandars Prinzip nach Größe nur Verachtung empfindet, beginnt er ein seltsames Interesse an Saber zu finden. Ihr Wunsch, eine selbstlose Herrscherin, welche sich selbst hinter ihr Volk stellt, ist gegen seine Vorstellung eines überragenden Herrschers deutlich im Widerspruch. Deshalb beginnt der Heldenkönig damit, Saber zu beobachten, mit dem Wunsch, sie scheitern zu sehen und zu quälen. In Fate Extella gibt es etwas Einzigartiges zu sehen, und zwar, dass Gilgamesh sich Altera unterordnet. Die Zerstörerin aus dem All hat nämlich einst Gilgamesh Vater verschont, weshalb er sich verpflichtet fühlt, ihr im Feld zu helfen. Auch wenn er definitiv nicht der treueste Gefährte ist und auch nicht der verlässlichste, ist es spannend zu sehen, wie der Halbgott seine schier unendliche Macht für die Ziele jemand anderes gebraucht. Dies zeigt zum einen seine Ehre als König und Krieger und zum anderen, wie er immer, man betont es wieder, einer guten Geschichte folgt und immer an vorderster Reihe ist, um die Geschichte und deren Verlauf zu beobachten. Aber kommen wir jetzt eigentlich mal zu der zentralen Frage, und zwar, wieso ich meine, dass Gilgamesh der mächtigste Servant im Fate-Franchise ist. Gilgamesh-Werte als Servant sind gut. Er ist ein exzellenter Schwerkämpfer und hat eine große Menge an Mana. Doch im Endeffekt verlässt er sich eigentlich nur auf sein X-Rang Noble Phantasm Gate of Babylon, das Tor zu Babylon. Und Mann, ist dieses Noble Phantasm überpowered. Man kann es jetzt gar nicht direkt mit anderen Noble Phantasms oder Fähigkeiten vergleichen, wie beispielsweise Avalon von Saber oder die neun Leben von Herakles, welche eine fast schon unendliche Widerstandskraft gewähren. Es ist auch einfach nicht extrem mächtig wie Alteras Photon Ray. Oder Rulers La Pucelle. Es ist einfach gnadenlos überpowered. Mit diesem Skill kann der König der Helden jederzeit Portale zu seiner Schatzkammer öffnen, in der er sich eine schier unendliche Anzahl von Reichtümern und Waffen befinden. Da er der älteste aller Servants ist, hat er natürlich auch eine fast unzählbare Menge angesammelt. Nun kann er jede seiner Waffen entweder in seiner Hand zum Duell beschwören oder einfach viel einfacher und effektiver Dutzende von, wenn nicht gar Hunderte von Portalen erschaffen und so die Waffen wie ein Pfeil, deshalb auch die Einteilung in die Archer-Klasse, obwohl eine Launcher-Klasse oder ich weiß nicht, eine Gatling-Gun-Klasse vielleicht ein Stückchen besser wären, kann er jede seiner Waffen einfach beschwören und damit seine Gegner bombardieren. Was dieses Noble Phantasm so mächtig macht, ist die Tatsache, dass es sich hierbei nicht nur um klassische Waffen handelt, sondern auch um andere Noble Phantasms. Ihr habt beispielsweise mal Lancer's Gate Bulk gesehen und gemerkt, dass das eine ziemlich große Zerstörungskraft haben kann. Tja, jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet nicht von einem, sondern von 100 Gate Bulks gleichzeitig bombardiert. Ich sage doch, diese Fähigkeit ist broken, imba oder wie ihr sie auch immer in der Nerdsprache nennen wollt. Es gibt eigentlich nur zwei bekannte Methoden, diese Fähigkeit zu stoppen. Da wäre zum einen Unknown Archers Fähigkeit Unlimited Bladeworks, welche Gilgamesh Waffen kopiert und so in seinen Vorteil nimmt, weil man im Endeffekt alle Waffen, die Gilgamesh erschaffen kann, auch selbst erschaffen kann. Das Problem ist hier einfach nur, dass eine gigantische Menge an magischer Energie benötigt werden, um die Waffen ständig neu zu produzieren.
Und eigentlich könnte niemand dazu in der Lage dazu sein, aber nun gut, wir haben ja Anime-Logik und die Kraft der Freundschaft schafft alles. Die andere Methode ist Lancelots Noble Phantasm Knights of Honor, mit der er alle Objekte kontrollieren kann und so Archers Waffen gegen ihn einsetzen kann. Erneut ist das Problem, dass dies eine enorme Magie, Kraft und Besonnenheit benötigt, was aufgrund von Berserkers Verwirrtheit ganz schwer aufrechterhalten werden kann. Im Endeffekt kann das Skill auch ziemlich nutzlos sein, sofern der Inhaber keine großen Schätze hat. Da aber Gilgamesh schon zu seinen Lebzeiten als Gott angebetet wurde und Reichtümer ohne Ende hatte, trifft das natürlich nicht auf ihn zu. Normalerweise reicht es in einem 1:1 Kampf, wenn er seine Gegner mit einem Bombardement von Waffen attackiert. Doch dies war ja erst der Anfang. Für größere Brocken und wenn er die Gegner für würdig findet, aktiviert er dann seine Himmelsketten, welche nach seinem besten Freund Enkidu benannt sind. Diese haben eine fast endlose Länge und können Gegner fesseln, blockieren Magie und schaden dem Opfer. Eine Waffe, die Verstand selbst einen Ex-Rang verdient hätte. Und sollte das immer noch nicht reichen, packt Gilgamesh seine ultimative Waffe aus und die mächtigste Waffe im Tor von Babylon. Er. Benannt nach dem babylonischen Gott der Erde, ist es ein Anti-World Noble Phantasm. Um hier mal eine kleine Erklärstunde zu machen. Ein Angriff wie beispielsweise Sabers oder auch Artorios Anti-Fortress-Angriff Excalibur hat einen immensen Schaden auf ein Ziel, vielleicht auch mehrere. Jedoch hat Gilgamesh Noble Phantasm nicht nur extremen Schaden auf das Ziel, es spaltet gleichzeitig Zeit-Raum. Nur die Anwesenheit dieser Waffe kann Gegnern Angst und Schrecken einjagen. Wenn Gilgamesh seinen Angriff aufhört und seine wahre Macht auspackt, ist es im Endeffekt genau so möglich, das zu überleben, wie wenn ihr gegen die ultimative Form von Altera bestehen müsst. Enuma Elis oder auch Stern, der Himmel und Erde spaltet, ist so mächtig, dass kein Servant einen direkten Treffer überleben würde. Und selbst mit Fähigkeiten zum Schutz wie Archers Roar Ayas nur mit sehr schweren Verletzungen dies überleben kann. Fassen wir nochmal zusammen. Gilgamesh Noble Phantasm kann in seiner Form eine unzählbare Anzahl an Waffen auf Gegner schießen, welche selbst die Kraft haben, ganze Gebiete auszulöschen. Er kann Dutzende, wenn nicht gar Hunderte von Noble Phantasms beschwören. Und wenn das immer noch nicht reicht, hat er seine Himmelsketten, welche jeden Gegner fesseln, nahezu unzerstörbar sind und ihn dazu zur Zielscheibe machen. Und sollte das wirklich immer noch nicht ausreichen, packt er einfach eher aus und zerstört damit Städte, Länder, Berge und ganze Planeten, wenn es ihm Spaß macht. Ich habe am Anfang schon gesagt, dass man im Endeffekt sich gar nicht streiten soll darüber, dass Gilgamesh verdient den Titel als König der Helden trägt und nahezu unbesiegbar ist. Seine einzige Schwäche ist seine Arroganz. Seine starken Waffen nutzt er nur für wichtige Gegner. Er würde beispielsweise niemals schwache Gegner mit Enkidu angreifen, um sein Eigentum nicht zu beschmutzen. Und besonders eher benutzt er nur für Gegner, welche er respektiert. Und diese kann man eigentlich an der Hand abzählen. Wenn er immer sofort Enuma Elish nutzen würde, wäre jedes Feldabenteuer ziemlich schnell vorbei. Gilgamesh war zu Lebzeiten ein König, welcher von seinem Volk verehrt und gleichzeitig gefürchtet wurde. Er lebte als Held und hatte nur wenige als ebenbürtig angesehen. Sein Ziel war es, ein Gott zu werden und niemals in Vergessenheit zu geraten. Der älteste Held der Menschheitsgeschichte ist in seiner Reinkarnation als Servant der mächtigste aller Helden und arrogant wie zu seinen Lebzeiten. Nichtsdestotrotz hat sein Charakter etwas Faszinierendes. Er hat zwar diese unglaubliche Macht und präsentiert diese auch, lässt doch seine wahren Kräfte meist im Hintergrund. Es ist furchtbar, ihn als Partner zu haben und gleich noch viel schlimmer, ihn als Feind. Aber nichtsdestotrotz
ist es auch unglaublich spannend, den Heldenkönig mit anzusehen. Wenn fast alle Servants ihren Meister dienen, schreibt er seine eigenen Regeln und erlebt lieber eine spannende Geschichte und beobachtet diese. Gegemascht ist jemand, der sich von Vorschriften und anderen Personen nicht sagen lässt. Und wenn dieser Halbgott dann mit jemandem zusammenarbeitet, wie mit Altera oder dem Protagonisten aus Extella, ist dies umso spannender. Wir werden in Zukunft noch mehr von ihm sehen, da erneut dem namenlosen Hauptcharakter in Fate Extella Link mehr oder weniger zur Seite steht. Dazu erhalten wir ebenfalls 2019 mit Fate Grand Order Setai Maju Babylonia eine Adaption, wo sein Ursprung auch mit Enkidu erzählt wird. Der Anime wird von Cloverbox, die diese Season schon Darling in the Franxx und Persona 5 gemacht haben. Also schauen wir mal, was da rauskommt. Dies war eine kurze Zusammenfassung, was Gilgamesh zum mächtigsten Helden überhaupt macht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem arroganten Heldenkönig haltet und ob ihr vielleicht denkt, dass es noch einen Servant gibt, der mächtiger ist. Oder Gilgamesh eigentlich jeden Servant mit einmal Enuma Elish auslöschen kann. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr noch mehr informative Videos sehen wollt, auch zum Fate-Franchise, schaut einfach auf meinem Kanal oder in den sozialen Netzwerken vorbei. Wenn euch dieses Format gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare und vielleicht schauen wir uns bald schon einen anderen Heldengeist. Ich plane da sowas über ein gewisses fuchsähnliche Caster-Mädchen. Naja, ich war's zumindest, euer MC Muffix und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!